Ja, Bo, was gibt es als Düsseldorfer Schöneres, als in Düsseldorf das Meeting zu gewinnen? Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr top. Ich habe auch jetzt gar nicht mir vorgenommen, heute zu gewinnen, sondern ich habe eigentlich nur versucht, den Leuten, die jetzt hier extra hingekommen sind in meiner Heimatstadt, einfach eine gute Show abzuliefern. Das war eigentlich meine Priorität heute. Das ist dir ja ganz gut gelungen, oder? Also ich meine, 5,81 bist du bislang schon einmal draußen gesprungen, aber jetzt auch in der Halle. Das ist doch eine Leistung, die dich dann zufriedenstellt auch, oder? Neben dem Spaß. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Ist jetzt noch nicht so, dass ich unnormal zufrieden bin, weil ich auf jeden Fall ein bisschen mehr möchte. Ist aber natürlich immer schwer, im Stabhochsprung zu definieren. Deshalb kann man für jeden kleinen einzelnen Meilenstein auf jeden Fall zufrieden sein und den auch natürlich wertschätzen. Du hast heute den Oleg hinter dir gelassen, der auch schon die 80 geknackt hat in diesem Winter. Was können wir nächste Woche für eine Stabhochsprung-Show in Leipzig erwarten? Ich glaube, das wird ein sehr qualitativ hochwertiger Wettkampf. Ich bin echt gespannt. Ich bin aber auch so eine Person, die sowas liebt, also wenn da wirklich Konkurrenz da ist. Und das wird auf jeden Fall ein sehr starker Wettkampf. Ich bin gespannt und es ist eigentlich Zeit, meinen Titel zurückzuholen.